Jo Leute, es geht weiter bei Let's Play Kaizo Mario 1 und wir sind bei diesem Safe hier. Ich habe eine kleine Pause gemacht, den Rest habe ich eben am Stück gesuchtet. Aber jetzt scheine ich es verlernt zu haben. Oder besser gesagt, ich kann es nicht mehr. Wir müssen einen anderen Safe benutzen und zwar diesen. So. Oh. Mein Gott, ich kann es wirklich nicht mehr. Ich habe naja, geil. Allen Skill verlernt, Leute, während ich eben schwimmen war. Ihr wundert euch bestimmt, was labert er da wie schwimmen. Ja, ich habe eben ein bisschen aufgenommen und nehme jetzt weiter auf. Aber das klappt jetzt nicht mehr, weil ich jetzt keinen Skill mehr habe. Weil der Skill alles eben, naja, beim Schwimmen, wie gesagt, schon draufgegangen ist. So, und zwar müssen wir im Prinzip das Ding hier ganz kurz berühren. Aber das ist leichter gesagt als nun getan, wie ihr merkt. Hallo, gehst du jetzt mal? Das ist aber eigentlich ja auch mit die schwierigste Stelle in diesem ganzen Apparat, finde ich. Also in diesem Level. Die anderen Stellen sind zwar auch nicht ganz ohne, die noch kommen, aber die gehen insgesamt. Ja, wie geil war das denn wieder mal? Hier müssen wir aber auch vom Timing her wirklich relativ gut sein, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das Timing eventuell sogar... Nein. Nein, ich habe da drin gespeichert! WTF? Fuck! Oh, Mann! Okay. Ah, wieder falsch gesaved. Ich will immer optimal safen und safe dabei total wrong. So, dabei wollte ich das doch heute eventuell sogar schaffen in diesem Part mit Kaizo Mario 1 abzuschließen. Aber ob wir das... Ja, jetzt haben wir hier diese Geschwindigkeit. V0 ist wirklich groß, würde man in der Physik sagen. Ja. Und genau hier haben wir nun das Problem. Ja, hier kommen wir, weiß Gott, nicht rüber. Also, noch einmal neu. Ich meine, ja, wir haben ja auch sonst nichts zu tun, wisst ihr? Wir sind ja den lieben langen Tag damit beschäftigt, schon immer. Unser ganzes Life lang gewesen, nur diese eine Stelle hier zu packen. Komm. Oh, jetzt schafft das doch mal! Okay, wir können es schaffen. Ah, genau. So, erstmal einen anderen Safe. Ah ja, die Stelle kenne ich noch nur zu gut. Auch nicht ganz einfach, aber doch wesentlich einfacher als... Ja, ich weiß. Da merkt man jetzt wirklich herzlich wenig von, dass die einfach ist. Ist ja auch so, dass ich im Moment einfach zu schlecht nur bin, um euch das hier... Ja, da hätten wir es schaffen können. So, jetzt schaffen wir es aber mit Sicherheit, wie ihr gesehen habt. Doch dann haben wir es auch gleich wieder einmal verhauen und auch hier. Und stopp, jetzt kriege ich E-Mails. So, E-Mails sind weg. Alter. So. Ah, genau. So. Ja, das hier ist eine richtig edelgeile Sache. Geschafft. Geschafft! Wir haben es gleich, Leute. Was ist das?
das denn? Warum sehen die denn aus wie so ein Luigi Mario Abklatsch? Die dürften eigentlich gar nicht so aussehen. Was ist das denn? Dieses Spiel überrascht mich immer wieder aufs Neue. Fische, die auf einmal ganz anders schwimmen, als sie sollten. Koopas, die aussehen wie Mario-Köppe. Was habt ihr denn noch alles in dem Spiel versteckt, was ihr mir noch nicht gezeigt habt? So, Leute, wir machen wieder hier auf Save Dave88 ein Save. So, und jetzt dürften wir alles geschafft haben, bis auf die letzte Burg. Hier zeige ich euch nochmal Star Road. Ja, da hatten wir alles geschafft. So. Ja, da oben das mit der Feder, das ist wohl, da wollten sie uns verarschen. Da wollte der Kaiser Mario-Ersteller uns verarschen und hat gesagt, ja, machen wir mal so ein Ding dahin. Vielleicht fallen die dummen Europäer ja drauf rein, dass man da nicht viel machen kann. Ja, und tatsächlich, das sind wir. Können wir ja nicht leugnen. So, rein da. Was habt ihr für uns versteckt? Ah, okay. Okay, wir warten noch eine Runde, aber schon durchblickt. Schwer scheint das Ganze allerdings doch zu sein. Also es ist nicht... Ah, man muss warten. Man muss warten, Leute. So. Ah. Ah, okay. Ah, okay, okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal... Habe ich das schon mal gespielt, oder... Hä? Ich hab die Burg doch noch nie gespielt. Das kommt irgendwie... Das mag jetzt ganz doof klingen, aber das ist so Déjà-vu-ähnlich irgendwie. Ich hab das Gefühl, ich hab das schon mal gespielt, obwohl ich das noch gar nicht... Hab ich das schon mal gespielt? Ah, fuck! Ja. Okay. Irgendwie scheine ich das doch schon mal gespielt zu haben, weil sonst wüsste ich nicht so schnell, was ich falsch gemacht habe. Nee, ich glaube, ich habe das beim Emero oder so gesehen. Ja. Ja, fast. Hallo? Hallo? Nein! Wir müssen irgendwie die Kante treffen, also. Und dann noch nach oben drücken. Alles klar. Oh mein Gott! Seid ihr asozial? So. Doch, das habe ich schon mal gespielt. Also entweder ich habe es schon mal irgendwo gesehen oder ich habe es schon mal gespielt, weil ich kann mich an die Dinger erinnern. Oder das war beim... Ja, obwohl, das habe ich noch nicht direkt gespielt, glaube ich. Aber irgendwie kann ich mich halt, wie gesagt, dran erinnern. Und das darf eigentlich ja nicht sein. Wenn man es noch nicht gespielt hat, sollte man sich nicht schon nicht an den Ablauf erinnern können. Also... Ja. Fail State Gamer ist mein Beruf. Okay. Das ist also auch nichts. Safen wir mal hier. Ja, und zack, geschafft. Timing ist wirklich, ja, ich weiß, wir machen wieder viele Saves. Timing ist wirklich der A und der B in, ja, da habe ich doch schon mal gespielt. Klar habe ich das schon mal Obwohl, nee, mit dem Roten, das habe ich nur beim Emero. Kann das sein, dass ich das beim Emero gesehen? Ja, das habe ich beim Emero gesehen, Leute. Das stimmt. Zwei. So, eins, zwei. Eins, zwei. So, drinnen! Sehr schön, auch hier können wir mit Timing gewinnen. Obwohl, nee, das habe ich doch noch nicht gespielt hier. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gespielt habe. Ich bin der Meinung, ich habe es noch nicht gespielt. Aber irgendwie kommen mir die Dinger hier... Doch, Leute, jetzt weiß ich's. 100%, ich habe es beim Emero gesehen.
Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da geguckt habe. Doch, ich wollte mir genau... Ich wollte mir angucken, wie lange das noch dauert, bis wir die Scheiße endlich durch haben. Und dabei habe ich mir dann einfach das letzte Castle angeguckt. Und habe gesehen, oh my god, the fucking letzte Castle sieht so aus. Und deswegen weiß ich auch schon, was da kommt. So, zack, aber sehen und dann nachmachen ist ja immer noch, sind ja immer noch zwei verschiedene Dinge. Was? Was? Wir sind schon durch? Was? Ey, das wäre aber mega schnell, wenn wir jetzt schon durch wären hier. Ich weiß, wieder überall Safe States, Leute. Ihr denkt auch, der hat doch mittlerweile einen Totalschaden. Hab ich auch. Ja! Wie was? Das ging aber schnell, die Burg. So! Der Bowser ist diesmal ganz lustig, weil... Ja, der Bowser. Die ist unsichtbar, Leute. Ja. Das macht die ganze Sache natürlich... Da, habt ihr gesehen. Natürlich sehr interessant. Weil wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nur erahnen. So, genau wie unsere Freunde hier. Und deswegen werden wir jetzt... Ganz ehrlich gesagt... So, jetzt ist er hier. Ja. Und da haben wir ihn das erste Mal getroffen. Wir müssen also jetzt ausprobieren. Es ist... Was? Der fliegt schon nach einem Treffer hier durch. So. Oh. Das wiederum ist eine relativ seltene Geschichte. So. So, da schmeißt du uns ein Dingens in die Fresse. Und wir haben ihn direkt den zweiten Treffer verpasst. Jo. Wo bist du? Ah. So, er lässt Kugeln vom Stapel. Wir machen immer mehrere Saves jetzt, damit wir das auch locker schaffen. Obwohl dieser Endgegner, finde ich, sogar noch ohne Saves wahrscheinlich zu schaffen wäre. Was jetzt nicht heißt, dass ich das mache, Leute. Ich bin nicht lebensmüde. Ich meine nur, dass die theoretische Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass er... Ja, nein. Ach, verdammt. Nee, finde ich nicht schön. Finde ich nicht toll. So. Save mal nochmal. Weil ich habe da jetzt keinen Bock wieder zu warten, bis der Meinung ist, neue von diesen scheiß Dingern runterzulassen. Ich will das möglichst jetzt hier in einem Abwasch schaffen. So, komm schon. Schafft man das. Ja, ich glaube, wir zocken den Part so lange, bis wir das... So, jetzt müsste er streng genommen hier sein. Zack, da haben wir ihn auch erwischt. Sehr schön. Ja, und auch zweite Stage ist vorbei. Jetzt wird es aber ein bisschen abenteuerlich für uns. Und zwar, wer diesen Bowser-Endkampf hier kennt, der wird wissen, dass jetzt die Stage kommt, wo er von oben auf uns drauf hüpft. Und das ist natürlich nicht mehr so lustig, wenn man das Ganze im Unsichtbaren zockt. Wir nehmen uns die 100 Punkte doch. Ja. Und genau da wird es nämlich jetzt lustig. Und da haben wir ihm aber auch schon den ersten Treffer verpasst. So, jetzt fliegt er. Ja, zweiter. Geschafft, Leute! Danke, Princess! Hallo! Ja, und wir haben es, glaube ich, sogar tatsächlich in 7 Parts geschafft, wie ich es im, ich glaube, 2. oder 3. Part vorausgesagt habe. Mario's Adventure is over, Mario. The Princess Yoshi and his friends are going to take a vacation. Oh yeah! Wir haben es doch tatsächlich geschafft, Leute, dieses Let's Play. Kaizo Mario 1 in 7 Parts durchgespielt. Boah, mein Gott, wie krank muss ich sein, um das so gut zu suchten, dass wir das für... Meine Verhältnisse sind 7 Parts für dieses Spiel, nämlich genial wenig, finde ich.
Im Gegensatz zu den Fails, die ich sonst immer so gemacht habe. Die nächste Challenge, die ich mir ja jetzt vornehmen könnte, wäre, Moment, lasst mich rechnen, 7 mal 15, ja, wäre so an die 1¾ Stunde plus mal mehr, was wir gezockt haben. Wäre, sagen wir mal so, an die 2 Stunden haben wir für das Game gebraucht. Da wäre natürlich jetzt eine Competition für mich. Zocken wir das Ganze doch einfach in 60 Minuten durch. Geht das? Lass mal überlegen. Wir könnten die ersten 5 Level in einer Viertelstunde schaffen, wenn wir richtig übel sind. Na, sagen wir mal 17 Minuten mit dem Geisterdingen. 18. Boah, 1,5 Stunden ist auf jeden Fall machbar. Mal gucken, vielleicht werde ich es irgendwann so lange, wir gehen mal den Abspann durch, irgendwann so lange gesuchtet haben, dass ich es schaffe. So Leute, was erwartet euch als nächstes? Hier wieder die Yoshi Family, ist wieder sau unfair, da schlüpfen wieder nur ein Grüner, ihr seht's. Thank you, ja, kein Problem, kommen jetzt die exklusiv. Ja, hier kommen jetzt hier nochmal alle durch, kennen wir ja vom Kaizo Mario 2, da haben sich also nichts Neues einfallen lassen. Ja, da, och, Retznor, ich hasse die Scheißdinger. So, ja, the end, okay. Was wird euch als nächstes erwarten? Als nächstes wird euch höchstwahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich sage ich, wird euch das gute, Cooler Cruel oder, ja, ich glaube Cooler Cruel habe ich gesagt, ja, Cooler Cruel wird euch als nächsten Hack erwarten von mir, Leute. Wir werden mit Mario wieder durch die Weiten der Hacks gehen und werden gucken, wie wir uns da schlagen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, war wirklich ein relativ schnelles Let's Play, dieses Kaizo Mario 1. Kaizo Mario 2 hat ja um einiges länger gedauert, aber da bin ich von überzeugt, wenn wir das jetzt nochmal playen würden, bis auf das vorletzte Level würden wir da auch schneller durchkommen. Und ja, Leute, ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und Kommentieren und Zuhören und whatever, und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Bis zum nächsten Mal, euer TT gemacht. Ciao.